Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Andrea, Reinhold, Lisa und Katrin, liebe Schwestern und Brüder, in meiner Muttersprache gibt es ein Sprichwort, das besagt: Der Dank ist wertvoller als Gold, denn Gold wird verkauft, wird aber nicht zum selben Preis verkauft. Der Dank wird nie verkauft. Darum gibt es nichts Wertvolles als Dank. Und für alles Gute, was man empfangen, was man bekommen hat, soll man nur Danke sagen. Denn mehr als der Dank gibt es nicht. Und auch wenig als Dank gibt es nicht. Darum sagen wir auch als Gemeinde heute Danke. Danke, Andrea, für deinen Dienst an den Menschen unserer Gemeinde. Ja, 17 Jahre warst du hier und hat viele Menschen in ihren Freuden und Leiden begleitet. Und wir danken Gott für deinen Dienst und wir danken dir auch für alles, was du in den letzten 17 Jahren für diese Gemeinde getan hast. Darum sagen wir nur Danke, denn Danke ist wertvoller als Gold. Bitten wir Gott um seine Erbarmen. Erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Glory.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für alles, was wir sind. Du bist bei uns, jeden Tag unseres Lebens. Du schenkst uns die Kraft für unseren Dienst an Menschen. Darum bitten wir dich, komm und segne uns, begleite uns und lass uns nicht allein in unserer Not. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Petrus. Schwestern und Brüder, heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Denn es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Denn auch Christus ist der Sünde wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. Worte des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht
und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der erste Petrusbrief, den wir als erste Lesung gehört haben, ist zur Zeit der Christenverfolgung geschrieben. Damals waren die Christen nur eine kleine Minderheit. Aber sie haben so ein Selbstbewusstsein entwickelt, dass ihre Hoffnung in Jesus Christus so stark war, dass sie auch keine Angst hatten, Zeugnis für ihren Glauben an Christus abzulegen. So heißt es in der Lesung: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Das heißt, ungezwungen sollen sie jedem, der nach ihrer Überzeugung fragt, ja, nach ihrem Glauben fragt, Zeugnis ablegen. Zeugnis für Christus, der lebt, Zeugnis für Christus, der Grund der Hoffnung dieser kleinen Gemeinde ist. Diese Hoffnung hat ihnen Mut und Kraft geschenkt, auch diese schwierige Zeit der Verfolgung zu überstehen. Und sie wussten, dass solange sie Christus an ihrer Seite haben, kann ihnen nichts passieren. Sie wurden verfolgt, verspottet, beschimpft, aber trotzdem haben sie nicht aufgegeben.
weil sie ihr Leben für Christus hingegeben haben und waren auch bereit, für Christus zu sterben. Ein wahres Glaubenszeugnis. Das heißt, was den ganzen Abschnitt durchweht, kann man als Gottesvertrauen bezeichnen. Dieses Vertrauen wird deutlich mit der Rede, dass Christen angesichts der Beschimpfung oder Verfolgung nicht mit Gewalt reagieren oder mit Rache reagieren sollen, sondern mit Frieden. Und gerade Menschen, die sie beschimpfen, eine Botschaft der Hoffnung schenken. Denn für die Christen damals war diese Hoffnung in der schwierigen Zeit stärker als die Verfolgung, als die Niederlage. Liebe Andrea, in 17 Jahren hast du auch alles Mögliche erlebt. Gute, aber auch wenig gute Erfahrungen. Das ist mir noch bewusst geworden, als wir miteinander gesprochen haben. Nicht gute Erfahrungen oder wenig gute Erfahrungen, wo du dich auch manchmal gefragt hast, ist das für mich das Richtige? Oder gäbe es auch für mich eine andere Option? Aber wenn du immer wieder an die vielen Menschen gedacht hast, die dir im Laufe der Jahre ans Herz gewachsen sind, hast du doch anders gedacht. In den 17 Jahren hast du, wie du allein erzählt hast, die Fülle des Lebens erfahren. Von Geburt bis zum Tod. Wenn Eltern ganz glücklich bei dir anrufen und ihre Kinder für die Taufe anmelden. Oder wenn Angehörige anrufen und Hilfe brauchen in ihrer Situation der Trauer. Bevor wir das Blatt bekommen, bist du immer diejenige gewesen, die mit ihnen gesprochen hat. Du bist diejenige gewesen, die mit ihnen auch diese Erfahrung des Leids geteilt hat. Wie du sagtest, es ist eine Erfahrung, die vom gemeinsamen Lachen bis zu gemeinsamen Weinen geht. Von der geteilten Freude bis zum geteilten Leid. So kann ich auch sagen, dass so für die Menschen dieser Gemeinde in den 17 vergangenen Jahren eine Seelsorgerin gewesen bist. Denn man wird nicht mit einem Zertifikat Seelsorger oder mit einem Studium, sondern es ist eine Grundhaltung, die jeder von uns in sich hat. Weil Seelsorge heißt übersetzt, Sorge tragen für die Seele. Und diese Sorge hast du auch getragen. Für die vielen Menschen, die in Not geraten waren und Hilfe gebraucht haben. Nicht nur diese Begleitung, sondern auch ganz konkrete Hilfe. Wenn vor dir im Fahrbüro einmal jemand da stand, bist du hast auf die Caritaskasse angegriffen und geholfen. Und das ist das, was ich weiterhin
unter Seelsorge verstehe, dass man Antwort gibt auf die Not der Menschen, dass man den anderen Hoffnung schenkt, wie die Christen damals in der Situation der Verfolgung. Die haben nicht aufgegeben, sondern waren immer für die Menschen da und ihnen große Hoffnung geschenkt. Für das alles sagen wir heute Danke. Gott segne dich und eine gute Zeit wünschen wir dir und deiner ganzen Familie. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Mit diesen Worten hat Jesus den Seinen am Abend vor seinem Tod Hoffnung gemacht und ihnen versichert, er werde ihnen immer beistehen. Durch ihn bitten wir Gott, unseren Vater und unsere Mutter. Für die Christinnen und Christen, die um ihres Glaubens willen bedrängt werden, für jene, die wegen ihrer Bekenntnisse Nachteile erfahren und Verfolgung erleiden. Gott, du unsere Kraft und Hoffnung, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die vielen, denen das Leben eng und in deren Herzen es dunkel geworden ist, die bange fragen, was die Zukunft ihnen bringen wird. Gott, du unsere Kraft und Hoffnung, wir bitten für die vielen älteren Menschen, die einsam sind, die wenige Kontakte haben oder ganz auf sich alleine gestellt sind. Gott, du unsere Kraft und Hoffnung. Wir bitten für die jungen Christinnen und Christen, die auf ihrem Glaubensweg noch ganz am Anfang stehen, insbesondere auch für die Erstkommunionkinder dieses Jahres, die ihr Fest des Glaubens noch nicht haben feiern können. Gott, du unsere Kraft und Hoffnung. Wir bitten für Andrea Otte, die 17 Jahre lang für diese Gemeinde gearbeitet hat. Wir bitten um Gottes Segen, alles Gute auf ihrem Wegen und viel Liebe in ihrer Familie. Gott, du unsere Kraft und Hoffnung. Wir bitten dich für jene, die in den vergangenen Wochen gestorben sind, seien es Angehörige und Bekannte, seien es die vielen, die wir nicht kennen. Wir bitten für alle, die nicht teilnehmen konnten am Begräbnis eines ihrer lieben Menschen. Gott, du unsere Kraft und Hoffnung. Gott und Vater Jesu Christi,
Schau auf deine ganze Schöpfung und lass nicht zu, dass wir all die Verlassenen und Notleidenden, ja die ganze bedrängte Kreatur aus dem Auge verlieren. Heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Gott ist der Grund unserer Freude und unserer Hoffnung. Voll Vertrauen beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, deine Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, von dir wissen wir uns gehalten. Lass uns nicht die Augen schließen vor der Not unserer Mitmenschen, sondern ermutige uns, dort zu helfen, wo unsere Hilfe gebraucht wird und wo Menschen ganz auf unsere Hilfe angewiesen sind. Komm und segne uns und lass uns für unsere Mitmenschen und für unsere Welt zum Segen werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Im Anschluss an diesem Gottesdienst sind Sie alle herzlich zum Kirchplatz eingeladen. Dort haben Sie noch, also mit Abstand, die Möglichkeit, sich persönlich von Andrea zu verabschieden. Wir versuchen unter den jetzigen Bedingungen, die ja Teil unseres Lebens geworden sind, Abschied von Andrea zu nehmen, und dazu laden wir Sie alle herzlich. Danke. Der Herr sei mit euch. So segne, stärke und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht in den Frieden. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Und du
sendest den Geist und du machst mich ganz neu und erfüllst mich mit deinem Frieden, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Gib mir selber das Wort, öffne du mir das Herz, deine Liebe, Herr, zu schenken, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre.